Jo, guten Morgen. Heute ist Freitag, Messefreitag auf der Leipziger Buchmesse. Und ja, gestern haben wir leider nicht mehr so viel geschafft und ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr gehabt zum Film, groß. Wir wollten ja eigentlich zu Markus Heitz. Markus Heitz. Ja, aber in die Lesung kamen wir leider nicht mehr rein, weil das so ein mini kleines Theater war, in dem das stattgefunden hat. Und da waren einfach die Plätze, ja, alles schon belegt. Ja, und dann haben wir den Tag, den Donnerstag, ganz gemütlich ausklingen lassen, war noch was essen. Und naja, heute starten wir auf jeden Fall in alter Frische. Ich hoffe, dass heute das ein bisschen besser klappt, was wir uns alles vorgenommen haben. Und ja, aber ich denke, ihr werdet gleich sehen, ob das alles so klappt. Drückt uns die Daumen. So, wir haben jetzt gerade gefrühstückt und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Messe. Ja, gell? Und ja, da nehmen wir euch jetzt mit. Ich probiere das jetzt auch mal mit den YouTube-Partnerkräften aus. Ja, wir beamen uns jetzt zur Messe. Und schon sind wir in der Messe. Eigentlich hat es ein bisschen länger gedauert, weil die S-Bahn tatsächlich total überfüllt war, aber wir haben es geschafft. Ja. Und gerade sind wir durchs Pressezentrum, Garderobe. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Halle 1. Ui. Ja, sind wir in dem Atrium oder wie man das nennt. Und ja, machen uns auf den Weg in Halle 2. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hier mal so das Modell von der Messe. Sieht cool aus. Wir sind hier beim Lesetreff und ja, hier ja, stehen gerade eine Menge Leute an. Ja, gut, wir sind jetzt nicht ganz so viel wie jetzt zum Beispiel bei Kerstin Gier oder so, aber ja, die Sonja Kandler gibt hier Autogramme, signiert hier Bücher. Wie sich das für uns gehört, steht natürlich auch jemand von uns in der Schlange.
Ich kann nicht in zwei Kameras gleichzeitig gucken. Und das kommt nicht ins Video. Ja, genau, das kommt nicht ins Video. Genau das kommt ins Video. Bücher und die Autorin dahinter. Ja, ganz schöne Menge von Menge himmelstiefe tiefe Bücher. Wahnsinn. Und dann noch mehr Bücher und die Autorin dabei. Ja, ganz schöne Menge. Schönen Cover. Ja. Ist so viel verantwortlich. Ja, Leute, Daphne Uru, die Autorin von Himmelstiefe, Schattenmelodie, Seerosennacht, Blütendämmerung und Regenbogenamsel. Ja, verschenkt gerade die frühere Cover, die Ausgabe von ihrem wundervollen Werk Himmelstiefe. Und signiert natürlich auch. So, uns hat es jetzt mittlerweile in die Blogger-Lounge verschlagen. Wir machen eine kleine Pause. Wir sind ja jetzt gerade bei Daphne Uru gewesen und ja, Steffi ist auch wieder bei uns. Und ja, jetzt gucken wir mal, wann die Silvia so wieder zu uns stößt. Und ja. Wir gucken mal. Ja, gerade sind wir vor der Messbuchhandlung und schauen uns mal den Platz an, an dem das Booktube-Treffen finden wird. Das ist nämlich hier. Und jetzt schauen wir mal in die Messebuchhandlung, was es hier so Nettes gibt.
schaut mal, wenn ich hier aufgetrieben habe, den Daniel von Meier 3007, der hat es auch auf die Leipziger Buchmesse geschafft. Und ja, wir stromen jetzt ein bisschen so durch die Hallen noch weiter und gucken uns weiter um. Gerade sind wir beim Löwe Verlag, wie ihr da oben unschwer erkennen könnt. Und ja, nur die Büchernixen-Mama, die Silvia, ist uns ein bisschen abhanden gekommen gerade. Ja, aber ich denke, wir werden die schon irgendwann mal wieder auftreiben. Ja. Gucken wir mal. Die Messe zu kommen. Ja, die applaudieren jetzt gerade hier. Chief Justice, ja. Danke dir, nee, wenn ihr euch hier einfach setzt. Auch mit Christelle. Ja. Die haben wir nämlich hier. Alex. Ich verlinke euch mal ihr Bücher. Die ist nämlich nicht nur Booktuberin, sondern auch Autorin und schreibt tolle Bücher. Hier, falls ihr mich versteht. Mitten in der Lesung. Sie schreibt tolle Bücher. Ja, wird ja auch einen Stand hier. Du wirst das jetzt gleich nochmal weiterlesen. Ja. Und wir werden euch. Den sehen wir bestimmt nachher auch nochmal. Deswegen heißt es Angels Fall.
nicht Angels Fall, es ist so ein bisschen dreideutig. Ne? Angels Fall, weil sie nach und nach rauskriegt, dass Striker in etwas verwickelt ist, das lebensgefährlich. Ja, und für alle, die das jetzt ein bisschen irritieren könnte, weil hier unten Thriller steht, das Ganze ist ein Crossover, also die Genres sind ein bisschen gemischt. Es ist kein reiner Thriller, soweit ich mir das habe sagen lassen. Ich habe mir das Buch jetzt direkt gekauft und auch von der Autorin gleich signieren lassen, extra für mich persönlich. Ihr werdet dazu bestimmt auf meinem Kanal mehr davon erfahren. Wir sind gerade mal wieder in so einem Übergang von, was war das, 4 Richtung Halle 5. Denn wir gehen jetzt Richtung Bloggertreffen vom Löwe Verlag. Ja, denn auch der Löwe Verlag ist mittlerweile drauf gekommen, dass wir Blogger, Videoblogger, Booktuber, wie man uns auch immer nennen will, mittlerweile ganz schön Einfluss haben und wir natürlich auch Werbeträger sind, denn ihr, unsere Zuschauer, seht die Bücher bei uns und seid natürlich auch dann Kunde. Ist ja klar, dass das Verlag auch mal drauf kommt, dass er vielleicht mit uns zusammenarbeitet. Ja, mal schauen, was es da zu sehen gibt, was die so sagen beim Löwe Verlag. Lassen wir uns überraschen. Ja, jetzt sind wir an dem Read and Meet Plätzchen hier eingetroffen, an dem das Bloggertreffen vom Löwe Verlag stattfinden soll. Mittlerweile sind schon ein paar andere YouTuber und Booktuber-Größen da, bei Eve Lolle zum Beispiel. Hallo! Ja, und wer auch schon da ist, ist Nick, der Buchtoaster. Und ich muss jetzt gleich mal meinen Akku wechseln, weil gleich wird aus, habe ich das Gefühl. Rot ist die Batterie, die Akkuanzeige. Und deswegen, bis gleich. Ja, der Akku ist gewechselt und jetzt können wir weitermachen. Wir warten noch, bis eben die Veranstaltung jetzt hier, die hier gerade zu Ende geht. Und guck, die Nicole ist auch da. Hallo. Sie hat so lange nicht mehr gesehen. Ja, viel zu lange. Ja. Ah, Frankfurt, das ist viel zu lange her. Frankfurt ist viel zu lange her. Halbes Jahr, du irgendwie am Arsch. Ja. Ah. Jo, gerade ist das sogenannte Bloggertreffen hier zu Ende gegangen. In Wirklichkeit ist es nichts anderes als eine Werbeveranstaltung vom Löwe Verlag gewesen. Wir haben hier drei Bücher beworben von einem Haufen Blogger, die mal wieder umsonst für die Verlage und für den Löwe Verlag natürlich auch Werbung machen, klar. Und das ist ehrlich gesagt traurig, dass die Blogger und Booktuber immer noch nicht ihren eigentlichen Wert verstanden und kapiert haben. Jetzt bekommen wir ein Lebkuchenherz. Boah, das ist krass. Der Löwe Verlag hat sich mal wieder in Unkosten geworfen und schenkt uns Bloggern und Booktubern ein Lebkuchenherz. Ich kann mich gerade echt ein Stück weit aufregen. So, ja. Als Bloggertreffen war das angekündigt und es war schlicht und ergreifend Vorstellung von ihrem Frühjahr-Sommer-Programm, was sie jetzt neu rausbringen, mehr nicht. Und ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass man mal ein bisschen mit dem Verlag, mit den Leuten vom Verlag ins Gespräch kommt, sich da mal ein bisschen austauschen kann. Aber nö, ist eigentlich nur eine Werbeveranstaltung gewesen.
so, jetzt wird gleich dieses Herz leiden müssen und zerteilt. Genau. Wir versuchen es in drei gleiche Teile zu brechen. Keine Chance. Steffi hört auch mit zwei Händen. Gerd schickt uns dann die Videos. Okay. Hey Gerd. Dass wir schön gleich festhalten, dass wir ziemlich gleich 1, 2, 3. Okay, jetzt haben wir 4. Okay, Gerd kriegt einen anderen Teil. Es gab nur noch eins. Wir hatten sogar, hinter uns waren noch welche, die haben gar keinen bekommen. So. Oh, Krümel, Krümel. Das ist doch egal. Und wie schmeckt es? Herr König, was ist zu tun mit der Bartsche?
Na, wart langsam ab. Wenn der Schlaf herumhängt, schlaf rot wie ein Faden. Was schreiben Sie nach diesem Morgen jetzt mal ganz kurz? Ich hätte es nicht gesehen. Nee. So. Nee, das ist ein paar Lichtmikrofon nach vorne. Ja, gute Idee. Das Film. Ich nehme nur das, so wie das hier. Also ich meine die kleine Kamera. Das ist genauso. Das hat zwei Richtmikrofone nach vorne. Daher kennen wir uns. War das über Facebook oder über hier? Den letzten Messe. War das erst Facebook oder war das erst danach? Erst Messe. Das war Messe 15 war das, ne? Ich glaube, letztes Jahr war ich gar nicht. 16. Stimmt. Das war Messe 15. Das war, wo das, nee, das, wo das zweite Buch rauskam, war das. Oh. Ja, das war Messe 15. Schon 2 Jahre her. Aber sie weiß, dass wir im Facebook aufgeschrieben am 24. Schön. Es wird voll. Wir haben noch was. Auch für dich? Ja. Okay. Und dann? Ich lese auch Englisch. Super. Ich habe noch keine Lesung mitgemacht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich gelesen, was da so drin ist. Was haben wir da? Aber das schmeckt. Also ich liebe es. Ich liebe Toast. Okay, ich bin ja mal gespannt. Ich habe gerade den zweiten Band. Wie viele gibt es denn? Nur zwei. Also Dilogie. In 2 Teile einer Bestimmung. Alle Männer, die heute in Zeitung bestellen, stehen. Ich habe noch nicht viel gehört jetzt, aber es hört sich schon echt gut an. Nein, du kriegst das Buch nicht von mir. Du machst mir Leserin. Ach nein. Also das war schwierig, nur nicht. Du könntest ihn mal versuchen. Sie hat sich als Adoptivtochter bei uns eingeschlichen. Okay. Oh, sowas kenne ich. Ja. Und dann gehen auch mal wieder Leute ein, die sagen, so zum Tag. Oh ja. 4 und 5 und so dann bei uns mitlaufen. Das war. Finde ich gut. Das war, wir haben ja als Blogger uns kennengelernt und das war einfach, die Chemie hat gestimmt, oder? Pech gehabt. Ja, er erzählt uns jetzt ein bisschen über sein. Das ist Moment. Nee, ich will ja auch da. Alles gut, genau. Oder? Ja. Genau. Das wollen wir jetzt ein bisschen besprechen. Also, genau. Aber bitte die Hosen anlassen. Also, jetzt. Ja, ich tue mein Bestes. Oh, und den Bart. Ich muss den Bart anlassen. Egal. Der einzige Wand, dem hier der Bart abfällt. Ja, genau. Das Buch, dann geht es um Sex. In den Hosen runter geht es um Sex und da stehen die wichtigsten Fragen drin, die Frauen Männern stellen, also die mir gestellt wurden für die Cosmopolitan. Okay, mach mal den lassen wir es kurz. Zum Beispiel Fragen wie, verliebt ihr euch leicht oder schwer? Träumt ihr vom Sex mit eurer Ex? Oder auch, was hat es eigentlich mit eurer Morgenlatte auf sich? Ist das Jugendfrage? Morgenlatte geht noch, oder? Die wissen ja, glaube ich, gar nicht, was das ist hier. Dann vielleicht auch Sachen, warum schickt ihr uns Penisbilder auf Datingportalen? Oder lieber hübsch und doof und umgekehrt? Ja, und weil viele Leute das Thema Sex sehr ernst nehmen und ich glaube, dass Zuneigung mal mit einem Lächeln beginnt, habe ich es mal nicht so ernst genommen, sondern so ein bisschen lustiger drüber geschrieben und steht die totale Wahrheit über alle Männer drin. Also das trifft auf alle Männer zu und wenn es auf einen nicht zutrifft. Das unterschrieben haben? Ja, wenn es auf einen nicht zutrifft, kann man den umtauschen. Echt? Ja, so war ich Max Fönig. Nehmen Sie den dann zurück. Ja, so war ich. Ich weiß ja gar nicht, wie ich Max Fönig. Aber eigentlich kann man den umtauschen dann, genau. Dann sollten wir uns vielleicht das Buch mal anschauen. Ja. Frauen, tut euch zusammen und vergleicht eure Männer. Ja, finde ich eine gute Idee.
Und wenn nicht, wie gesagt, bei mir umtauschen. Einfach einpacken, gut verschnüren, einschicken. Unversehrt, ja. Unverletzt. Ja. Wahrscheinlich sind es die ganzen Insider, die ganzen wirklichen Hardcore-Insider-Informationen, die eigentlich nie an die Öffentlichkeit oder beziehungsweise in die Frauenwelt kommen sollte. Das ist so wie das Geheimnis, warum Frauen immer gemeinsam auf die Toilette müssen. Das hat sich uns auch noch nie ergründet. Und diese ganz wichtigen, essentiellen Geheimnisse, die werden in diesem Buch ergründet. Oh mein Gott. Es erscheint erst Montag, aber man kann die Druckbriefe mit den Männern gleich einschicken zusammen. Das kann man so. Nehme ich dann zusammen. Aber es sind alle Geheimnisse drin, also einer muss das sagen. Also, sorry. Okay, einmal muss es ja rauskommen, so ungefähr. Oh mein Gott. Ja, danach läuft es endlich wissen wir Bescheid, wie der Mann tickt. Viel Spaß. So, Leute. Ja. Der Messefreitag ist vorbei und Gott sei Dank ist der Martin, der Freund von der Steffen vom kleinen Bücherexpress, schon vorher mal in die Stadt. Der hat ein bisschen vorher die Messe beendet und hat uns hier im Hans im Glück einen Platz zum Essen reserviert. Ah. Ja. Das ist geil, bei uns gibt es ein Hotel. Guter Mann. ja, und jetzt genießen wir unseren Abend hier noch im Hans im Glück und lassen den ganz gechillt hier ausklingen. Ja. Ihr habt's versandt. Und Leipzig hat's wieder rausgeholt. Ja. Genau. Dankeschön. Ja, so. Jetzt machen wir gleich. Das ist unsere tolle Bedienung hier in Hans im Glück. Richtig cool. Ja. Auch noch so ein Highlight des heutigen Tages. Richtig schöner Abschluss. Die ist nämlich richtig cool. So, wir haben jetzt gerade zahlt. Die tolle Bedienung da hinten, die will leider nicht in die Kamera labern, aber das ist ja in Ordnung. Der Tag ist nun zu Ende. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Wird bestimmt ganz lustig. Phil ist auf der Messe, die Lisa Sophie ist auf der Messe und ein Haufen andere sind auf der Messe. Ganz viele Autoren. Ich hoffe, ich sehe Laura Newman morgen. Und ja, schauen wir mal. Ciao.